Und Gott wird auch immer wieder zu unserem Herzen reden. Sehnsucht wecken, Sachen wach werden. Und wenn wir spüren, wie etwas wach wird, ob vielleicht Menschen in unserem Umfeld zu uns sagen, du kannst das. Oder wir die Stimme von Gott hören, die zu uns sagt, du kannst das. Wag's. Und wenn wir vielleicht zuerst lachen darüber, möchte ich uns ermutigen, pack's an. Hebe dem fest, wo Gott weckt in deinem Herz. Bleib dran, lass das Wunder nicht los. Bleib treu, wo du wirst erleben, wie Gott zum Ziel in deinem Leben wird kommen. Wenn du dir recht herzlich bei uns auf Podcast, wir sind überzeugt, dass genau diese Predigt zu dir wird reden. Darum tu dein Herz auf, für das, was Gott heute Morgen zu dir will und wird sagen. Geben wir all denen, die immer den Podcast schauen, einen recht herzlichen Applaus. Wenn du mal in der Nähe bist oder in der Gegend bist, es würde uns freuen, dich persönlich lernen zu kennen. Komm doch mal vorbei oder schalt doch mal einen Livestream ein, dann kannst du die ganze Celebration mit uns zusammen erleben. Auch gerade erleben, wie wir zusammen Gott anbeten und entdecken, was Gott alles für uns parat hat. Über das Thema, das ich heute reden will, ist, du kannst das. Du kannst das. Das sind Worte, die Kraft haben. Wir haben ja selber auch schon zusammen in letzten Predigten oder auch schon hier in der Sonne herausgefunden, dass unser Wort Kraft haben. Und ja, die Richtung in unserem Leben bestimmen. Aber vor allem haben sie Kraft, weil gerade Autoritätspersonen uns ermutigen. Wie zum Beispiel unser Vater oder unsere Mutter, unser Lehrer, ein Coach, ein Vorbild oder irgendjemand in unserem Leben, der uns wichtig ist, uns ermutigt. Zu uns sagt, du kannst das, bleib dran, gib nicht auf, Gott hat einen Plan für dein Leben. Dann wird es noch viel mehr Kraft in uns innen freisetzen, das Unmögliche zu wagen und das Unmögliche anzupacken. Und erleben, wie eben das Unmögliche unmöglich kann werden. Das sehen wir auch so schön beim Jesaja. Der Jesaja ist ein Prophet aus dem ersten Teil der Bibel, der auch so Worte über sein Volk ausgesprochen hat. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, auszusprechen, was Jesus, wenn der Jesus, der Messias, der Erlöser, zurück zu, oder zu seinem Volk wird kommen, was er denn alles wird in Bewegung setzen. Und hier der Anfang von seiner Rede. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, schreibt er hier. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Jesaja sagt hier, Gott hat mich berufen, den Armen, den Gefangenen, den Suchenden, den Verzweifelnden zu verkünden, dass Jesus schon gleich wird kommen. Der Jesaja war berufen, mit seinen Worten laut auszusprechen, was der Jesus alles machen wird. Jesus wird Kranke heilen, er wird Blinde wieder sehend machen, er wird Gefangene befreien und Unterdrückte wieder zurück in die Freiheit führen. Stellen wir so vor, und es ist noch ganz interessant, das Gefühl hat der Jesaja nicht ein paar Jahre, bevor Jesus der kommt, gehabt, sondern das Gefühl hat der Jesaja gut 700 Jahre, bevor Jesus der ist gekommen, gehabt, dass er das aussprechen soll. Stellen wir so vor, wenn er 700 Jahre, bevor Jesus ist gekommen, im Dorf oder in der Gegend, wo er war, rumgelaufen ist und zu den Leuten hat gesagt, hey, schon gleich, kommt der Messias, und der Messias wird euch frei machen. Er wird euch aus euren Fesseln befreien. Er wird euch wieder gesund machen. Er wird euch eure Krankheiten wegnehmen. Und ich kann mir auch vorstellen, je länger dass er es gemacht hat, umso mehr haben vielleicht die Leute doch ein bisschen schräg angeschaut. Und als du eines Tages gestorben bist, haben die Leute gedacht, dem Mann, dem spinnt's. Das war definitiv jetzt ein crazy Mann gewesen. Aber 700 Jahre später ist Jesus wirklich erschienen. Und etwas vom Ersten, was er macht, ist, er geht in eine Synagoge, tut das Alte Testament auf, tut die Schriften vom Jesaja auf und liest genau diese Worte vor. Und er sagt, es wird der Messias kommen, der Kranke wird gesund machen, der Blinde wieder sehend wird machen, der Gefangene wieder wird befreien. Dann tut er das Wort zu und sagt zu den Zuhörern, heute, genau heute,
700 Jahre später ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über seine Botschaft von der Gnade. Warum hat Jesus das gemacht? Jesus hat die Macht von dem Wort gekannt. Er hat gewusst, all die, die seinem Wort Glauben schenken, all die, die auf ihn werden hören, all die, die ihm werden nachfolgen und seinem Wort auch werden, aber wie schon gesagt, Glauben werden schenken, hat er gewusst, werden gesungen werden, werden Wunder erleben, werden neue Kraft finden. Und es haben ja ganz viele Menschen angefangen, dem Jesus Glauben schenken. Sie haben angefangen daran glauben, dass es auch doch der Mann ist, wo der Jesaja schon 700 Jahre vorher laut ausgesprochen hat, dass genau ein Mann wird kommen, der uns wird befreien, der uns wird heilen. Warum hat Jesus das laut ausgesprochen? Er hat eigentlich mit seinen Worten nichts anderes gesagt, als wenn du meinen Wort Glauben schenkst, dann wirst du wieder können, was im Moment unmöglich ist. Du wirst wieder können entdecken und sehen, wie die Träume wahr werden. Du wirst wieder können erleben, wie deine Ehe aufblüht und du wirst wieder können sehen, wie Wunder in dein Leben kommen. Anders gesagt hat er nichts anderes gesagt, als du kannst es. Du kannst wieder sehen, wie das Unmögliche möglich wird. Machtvolle Worte von Menschen, die an uns glauben, haben Kraft. Ich kann mich noch besinnen, als wir vor gut über 23 Jahren uns entschieden haben, hier eine Kirche im Emmental zu gründen, jetzt genau ein Mann gegeben. Weil eigentlich matchentscheidend war, dass es die Kirche überhaupt gibt. Und das ist der Bruno. Der Bruno war dann zumal zuständig für alle Neugründungen innerhalb dieser Bewegung, die wir uns dazugezählt haben. Und der Bruno hat damit geglaubt. Der Bruno hat irgendwo das Potenzial gesehen in mir. Und hat zu mir gesagt, können. Er hat nicht können, können sagen, es war ein Zürcher. Können. Können. Gründe Kirche hier im Emmental. Und immer gesagt, wieder können. Manchmal hat er auch Kuno gesagt. Aber anyway. Und hat er immer wieder gesagt, können. Eine Kirche. Du kannst das. Er hat sich angefangen investieren in mich. Er hat gerne wieder Zeit verbracht mit mir. Er hat mich sogar ertauft. Im Wasser, in der Limmat. Das war so kalt gewesen. Man hat mich noch hübsch innen. Ich habe nicht viel gespürt von dieser Kälte. Aber der Bruno hat wirklich blaue Beine gehabt, weil das Wasser so kalt war nach meiner Taufe. Und er hat sich investiert in mich. Der Bruno hat geglaubt an mich. Und irgendwie dachte ich, wenn das der Bruno sagt, ein Zürcher, dann kann ich das so. Und ich anfange zu starten. Wir haben die Kirche anfangen zu gründen. Und wir haben anfangen zu glauben, dass Gott Unmögliches kann möglich machen kann. Wir haben anfangen daran zu glauben, dass Menschen werden kommen von überall her. Und wir haben anfangen daran zu glauben, dass die Botschaft für Hoffnung Menschen wird erreichen und Menschen wird verändern. Aber statt dass es aufwärts gegangen ist, ist es alles andere als aufwärts. Es ist eine Herausforderung nach der anderen gekommen. Es ist gängig schwieriger geworden. Menschen sind nicht so gekommen, wie wir gedacht haben oder erwartet haben. Es ist irgendwo zaghaft geworden, es ist harzig geworden. Nach einem Jahr Kirchenbau haben wir die erste Krise im Leitungsteam gehabt, mit nur 20 Leuten in der Kirche, 5 Leute im Leitungsteam. Und ich wollte aufgeben. Bruno hat gemacht und gesagt, Bruno, ich mache nichts mehr, ich kann nichts mehr, das bringt alles nichts. Wir fahren das Kirchenprojekt an den Nagel fahren, du hast die Täuschte mir, du bist alter Zürcher, du hast zu viel Glauben gehabt im Nemmitaler. Das funktioniert nicht. Und dann ist der Bruno mit mir spazieren, hat mir zugelassen, hat keine Frage gestellt, keinen Vorwurf gemacht. Ich sehe es noch heute, wir sind irgendwo in Zürich, auch in Limmat oder irgendwo so dort, sind wir abgehöckelt auf einem Bänkchen. Und dann schaut er mich an und sagt zu mir, Könu, ob ein Kirchengründung erfolgreich ist oder nicht, kannst du erst in 10 Jahren sagen. Hör nicht auf, du kannst das. Und irgendwie hat das etwas geweckt in mir. Genau in dem Moment habe ich realisiert, wir haben Zeit. Wir können uns alle Zeit, also zumindest 10 Jahre, können wir uns Zeit lassen. Wir können 10 Jahre unser Bestes geben. Und wenn sie nach 10 Jahren immer noch nichts bewegt hat, immer noch irgendwann 20 Leute sind, die nichts an den Boden bringen, dann können wir uns dann die Frage noch mal stellen. Aber nicht vor 10 Jahren. Ich bin hey, wir haben Glauben gehabt wieder und wir haben uns diesen Herausforderungen gestellt und wir sind weitergefahren. Aber wenn man so überlegt, wenn ich die Predigt geschrieben habe, stellt euch jetzt vor, was wäre passiert, wenn der Bruno die Zeit sich nicht genommen hat, mich zu ermutigen, für mich da zu sein. Was wäre passiert, wenn der Bruno dann auf dem Bänkchen nicht zu mir hat gesagt, Könu, du kannst das, bleib dran, fahrt weiter.
dann glaubst du das nicht, was wir jetzt haben. Ich würde ganz viel von euch auch gar nicht kennen. Und wir würden uns auch sehr wahrscheinlich jetzt nicht so treffen, wie wir uns jetzt treffen. Was wollte ich damit sagen? Wir alle brauchen Menschen. Menschen, die uns glauben. Menschen, die uns ermutigen. Menschen, die uns Zuspruch über uns aussprechen, die uns an die Verheißungen von Gott erinnern, die immer wieder sagen zu uns, du kannst das, gib nicht auf, bleib dran, Gott hat mehr für dich parat. Man sagt ja, nicht vergebens, dass hinter jedem erfolgreichen Menschen waren, die sie geglaubt haben, die ihnen Mut zugesprochen haben, die sie ermutigt haben und die sie gefördert haben und immer wieder geholfen haben, nicht aufzugeben. Man sagt ja auch noch, hinter jedem starken Mann ist noch viel eine stärkere Frau. Gut. Oder Mutter. Es sind immer Leute im Hintergrund, für dass wir das machen können, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die uns immer wieder zurufen und unser Leben eigentlich sagen, du kannst das. Und darum, genau aus diesem Grund, hat Jesus die Schriftrolle vom Jesaja vorgenommen und hat laut ausgesprochen, was dort drinnen steht. Und sagt eigentlich zu den Zuhörern, die ihm zugelassen haben, bevor er anfangen zu wirken und Wunder tun, sagt er zu ihnen, du kannst eigentlich das, was du dir vorgenommen hast. Jetzt fängt eine neue Zeit an. Es ist die Zeit der Gnade. Gib Gott nicht auf. Habe die Zusagen von Gott fest, weil Gott hat genau mehr Jesus geschickt, die Botschaft vor Hoffnung zu bringen, für Gefangene wieder frei zu machen, Blinde wieder sehend, Kranke wieder gesund zu machen. Gib die Hoffnung nicht auf. Der Glaube, die Erwartung, aber auch das Wissen, dass eigentlich jeder Mensch, egal wo er steht in seinem Leben, wieder erleben kann, wie unmöglich es möglich wird, wenn er nur Leute hat, die an ihn glauben. Das sehen wir ja bei Jesus. In der Auswahl von seinen Jüngern. Jesus hat sich entschieden, eines Tages sich nicht nur in die grosse Masse, die ihm hinterher nachgelaufen ist, zu investieren, sondern noch 12 junge Männer auszulesen. Junge Männer, die eine Botschaft von ihm weitertragen werden. Junge Männer, die das Evangelium weiterbringen werden. Und junge Männer, die alles daran setzen werden, dass die Botschaft, nachdem er dann eines Tages in den Himmel gegangen ist, kann weitergehen, so dass wir ja noch heute die Botschaft von Gott, die Botschaft von Hoffnung, die Botschaft von Jesus kennen und darüber erzählen und darüber können lesen. Jetzt, die jungen Männer waren nicht Studierte. Es waren nicht irgendwie die Besten von den Besten. Es waren auch nicht irgendwo hoch ansehende Menschen mit einem unglaublichen guten Posten. Es waren auch nicht die Elite der Gesellschaft. Sondern Jesus hat gewusst, aus einfachen Menschen, Fischer, Arbeiter, sogar ein Zolleinnehmer. Und das waren eigentlich die unterste Liga der Juden, weil Zolleinnehmer haben im eigenen Volk das Geld wieder weggenommen. Es waren so ein bisschen Räuber oder Gangster. Und sogar nur ein Verräter hat er auserwählt, zu diesen 12 können zu gehören. Jesus hat sie ausgewählt und sagt zu ihnen, zu diesen Menschen, einfache Menschen, die noch nie etwas Grosses an den Boden gebracht haben, die vielleicht probiert haben, einfach zu überleben, das Beste aus ihrem Leben rauszuholen, tagtäglich sie arbeiten, haben einfach probiert, ihre Familie zu ernähren, schaut sie aus dem Nichts aus an und sagt zu ihnen, dir, Fischer, Zolleintreiber, Arbeiter, normale Menschen, dir seid das Licht von dieser Welt. Ihr werdet das Salz von dieser Erde sein. Ich werde mit euch zusammen Menschenfischer machen. Und ihr werdet die Welt auf den Kopf stellen. Und wir werden Geschichte neu schreiben. Jetzt fängt eine neue Ära an. Und mit euch zusammen werden wir diese Ära, die Zeit vor Gnade, die Zeit vor Heilung, die Zeit vor der Wunder einläuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus, der Fischer, der gestanden ist, denkt hat, hä? Was sagst du? Was willst du? Ah, Menschenfischen, ja, das verstehe ich. Ich meinte Fischen, Fischen. Fischen ist Fritz, Fritz, Fischen, Fischen und so weiter, oder? Aber dann sagt Jesus, nein, nicht Fischen. Menschen wirst fischen. Wie geht das? Das wirst du noch sehen, Peter. Komm einfach mit. Jetzt werden wir die Welt verändern. Ja, das verstehe ich. Ich komme mit. Dann werden wir die Welt auf den Kopf stellen. Gut. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach zuerst denken, hey, was soll das? Was will der?
Und gleich, ganz ehrlich, die Menschen hätten nie die Welt verändert. Die hätten nie alles gegeben für die Botschaft von Gott. Die hätten am Schluss auch nicht ihr Leben gegeben für die Botschaft, weil in dem Moment nicht etwas geweckt wäre worden. Ein Glauben geweckt wäre worden, wo ihnen sagt, du kannst das. Du kannst etwas bewegen. Du kannst etwas auf die Beine stellen. Weil Jesus sie angeschaut hat, ist wie ein Funke in ihrem Herz gezündet worden. Und ich glaube, genau gleich wird auch in unserem Leben hier und da so ein Funke zündet. Ein Funke, weil Menschen an uns glauben. Weil wir irgendwo Gott hören, der an uns glaubt. Weil wir spüren, da ist etwas in meinem Leben, das rentiert, weiter zu verfolgen. Wo wir irgendwo spüren, dass Gott etwas auf unser Herz gelegt. Oder wir sind in einer Predigt und wir hören, wir können das. Und dann merken wir, ja, mehr ist möglich. Obwohl wir vielleicht sogar zu uns selber sagen, hä? Wie soll das noch mal gehen? Ich? Sicher nicht. Aber auf der anderen Seite spüren wir im Herz, wie eine Stimme in uns innen sagt, mal, genau da, mit dir zusammen werde ich die Welt verändern, werde ich die Welt zu einem besseren Ort machen. Vertrau mir, glaub dem, mach Schritte auf das zu. Fang an, einsetzen, was ich dir gegeben habe. Ich werde diesen Moment auf den Knien einer grossen Kirche in Amerika vor über 24 Jahren nie mehr vergessen. Den Moment, als ich auf den Knien war, die Tränen sind mir runtergelaufen und ich gespürt habe, wie Gott auch so einen Funken in meinem Herz gezündet hat. Der Funken, hier eine Kirche im Emmental anfangen zu gründen. Und ich wusste, genau diese Entscheidung, dem Gott nachzufolgen und etwas Neues aufzubauen, wird mein Leben verändern. Es wird eine einschneidende Veränderung für mein Leben haben. Und gleich habe ich gebetet, du zu Gott gesagt, Gott, hier bin ich, brauch mich. Ich will einfach tun, was du willst tun mit mir. Und ich glaube, wenn wir so ein Gebet von Anfang beten, können wir es nur beten, weil irgendwo vorher ein Funke gezündet ist worden. Irgendetwas geweckt ist worden, wo wir spüren, das ist das, was Gott will. Das ist das, was Gott mir aufs Herz legt. Auch wenn vielleicht Stimmen, vielleicht sogar Menschen in unserem Umfeld uns sagen, das geht nicht. Weil wir müssen so verstehen, wir haben nicht immer Menschen, die an uns glauben, in unserem Umfeld. Wir haben ja nicht immer nur positive Menschen um uns herum. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz und du bist der einzige Positiv, was es gibt an deinem Arbeitsplatz. Dann würde ich dir sagen, du kannst das zwar probieren zu verändern, aber es braucht auch immer wieder die Entscheidung, mit einer guten Stimmung und mit einer guten Entscheidung in den Alltag zu gehen. Wir haben ja nicht immer die besten Voraussetzungen in unserem Umfeld. Aber wenn Gott den Funken zündet, dann wird er uns ermutigen. Fang an, hören. Bleib dran. Gib nicht auf. Weil genau dieser Funken, dieser Traum, diese Leidenschaft, die Gott wird wecken, wird dich dran halten, vorwärts zu gehen. Und es wird dich immer wieder näher zu der Stimme von Gott bringen. Auch wenn du keinen Menschen in deinem Umfeld hast, der zu dir sagt, du kannst das. Es hat mich von letztem wieder fasziniert, als wir in die Ferien geflogen sind, auf Amerika. Und ich liebe das. So irgendwo 10, 11 Stunden fliegen, in engen Sitzen, die Scheichen kannst du nie haben. Und so, ich bin Fan von dem. Wisst ihr warum? Nicht wegen dem Hocken, sondern weil ich einen Film nach dem anderen schauen kann. Ich sage immer, du musst das Beste aus der Situation machen, weil ich nicht bequem hocken kann, weil ich nicht schlafen kann, weil ich mich kaum bewegen kann, weil es eigentlich ein Horrorflug ist für mich mit meinen langen Beinen. Übrigens, ich habe das lange Bein, bin nicht proportional zum Oberkörper, aber überlege ich nicht zu viel. Darum ist es für das Hocken noch schwieriger. Wenn ich hocke, bin ich eigentlich gleich gross wie der Durchschnitt. Wenn ich stehe, bin ich viel, viel grösser. Das heisst, meine Beine muss ich irgendwo verräumen. Gott, ich habe gesagt, mach das Beste daraus. Jetzt habe ich immer ein Battle mit mir selber, wie viel Filme kannst du reinziehen. Die Ohren tun weh, hören fast nicht mehr, tut wie ein Moor auf meinen Ohren. Aber ich ziehe es durch. Weil ich will so viele Filme wie möglich schauen. Gut, dann habe ich wieder so einen Film geschaut, das hat «The Hill» hat der geheißen. Nicht ein Horrorfilm, es klingt ein bisschen so, gell? Aber es ist irgendwo so ein Film von einem jungen Kiel, der nicht laufen kann. Eigentlich so Schienen hat, dass er sich bewegen kann, kaum kann vorwärts gehen, so läuft er im Zeug um. Es ist nicht Forrest Gump, aber ähnlich. Und hat aber einen grossen Traum, und das ist Baseball spielen. Und er kann unglaublich Steine und alles schlagen mit irgendeinem Stecken, und er ist brutal begabt. Eine wahre Geschichte übrigens. Sein Vater, Pastor, sagt schon mal, behalte deine Träume fest, bleib dran mit dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber schau dich an, du kannst nicht laufen. Werd gescheiter Pastor. Und du bist ganz intelligenter Gil. Ich habe das Gefühl, Gott hat dir die Behinderung gegeben, für dass du Prediger wirst und nicht Baseballstar. Aber der Gil,
hätte es nicht loslassen. Und im ganzen Film siehst du den Kampf von diesem jungen Gil, der älter und älter wird, von diesem Kampf, Gott zu gefallen und gleich zu tun, was er ja auf dem Herzen hat, wo Gott ja ohne Leidenschaft in ihn eingelegt hat. Er bleibt dran. Er findet Gott im Baseballspiel, er wird zu einem Wunder, er kann anfangen laufen, er kann sich wieder bewegen, er erlebt ein Wunder nach dem anderen und er schafft es sogar, in die oberste Liga zu kommen. Und ich bin im Flüger gesessen und ich sage euch, ich habe vergessen, dass ich zu lange Beine habe. Ich habe vergessen, dass ich einen Sitz vor mir habe. Ich habe vergessen, dass ich Sitznachbarn habe. Ich habe alles vergessen, mir sind Tränen runtergelaufen. Ich habe mit dem Gil gekämpft, ich habe dem Pastor Wüst gesagt, was das für ein frommer Pinsel ist und dass er endlich die Augen auftun soll. Und Sigil doch endlich so unterstützen in dem Traum, den Sigil hat. Und hast du nicht gesehen, Pastor, da passieren Wunder. Und ich habe richtig mitgefiebert und mitgelebt. Ich habe vergessen, sie im Flieger gehockt. Meine Frau und die Kinder haben mich nicht mehr angeschaut, die haben weggeschaut. Was ist das für einen? Den kennen wir nicht. Gut. Aber mir hat es etwas gesagt, der Film. Nur der Gil hat es durchgezogen. Auch wenn wir keine Menschen in unserem Umfeld, die uns glauben, hat er das geglaubt, was Gott in sein Herz hat gelegt. Weil ich habe mir selber gesagt, auch wir haben immer wieder Situationen, wo wir nicht Menschen haben in unserem Umfeld. Wo wir vielleicht ein Umfeld haben, das nicht an uns glaubt. Wo Menschen um uns herum sind, die uns eher noch klein machen wollen. Und uns sagen, du träumst nur, du denkst viel zu gross. Hast du wirklich das Gefühl, du kannst noch ein Kind bekommen? Hast du wirklich das Gefühl, ihr werdet mal ein Haus haben? Hast du wirklich das Gefühl, Gott könnte dich segnen in diesem Leben? Hast du wirklich das Gefühl, genau dann müssen wir in den kleinen Gil an diesen Träumen festhalten, die Gott uns aufs Herz hat gelegt und zu uns selber immer wieder sagen, du kannst das, Könu, du kannst das, Hans, du kannst das. Ich könnte jeden Namen aufzählen, wenn man jetzt gerade in den Sinn kommt, aber da hätten wir viel zu wenig Zeit. Aber zu uns selber sagen, du kannst das. Und schnell so als Inspiration, wieder mal ein Trailer von einem sehr guten Film. Übrigens, wie ich es noch nicht gesagt habe, eine wahre Geschichte. Also umgeschehen im Flüger ist es dann, wo der Vater sich dann auch noch verändert hat und sie Gil dann unterstützt hat. Gut, sollte ich sagen, ich habe deine Träume fest, an dem, was Gott dir aufs Herz hat gelegt. Weil ich glaube, auch wenn nicht Leute um unserem Umfeld sind, wir Gott suchen, Gott finden, werden wir wieder die Stimme entdecken, die zu uns sagt, du kannst es, bleib dran, gib nicht auf. Und Gott wird, wenn wir an dem festhalten, was Gott uns aufs Herz hat gelegt, manchmal zu uns reden, aber manchmal wird er uns auch ganz neue Menschen ins Umfeld geben, die plötzlich an uns glauben. Vielleicht Menschen, die wir vorher gar nicht gedacht haben, dass sie uns ermutigen werden. Ganz andere Menschen, als wir uns ausgemalt haben, die wir eigentlich ermutigt werden sollten. Aber weil wir an den Träumen und an dem festgehalten haben, treu sind geblieben, Gott weiterhin dient haben, Gott geehrt haben, gut zu den Menschen waren, im Sonntag in die Kirche waren, wird Gott nicht nur uns selber ermutigen, sondern er wird uns neue Menschen über einen Weg schicken, wo uns plötzlich aus dem Nichts raus eine Tür werden auftun. Plötzlich aus dem Nichts raus ein Wunder werden sein für uns. Und plötzlich aus dem Nichts raus zu uns werden sagen, du kannst das. Also jetzt so ein Ehepaar aus der Bibel erlebt. Ein Ehepaar aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, was es gut hatte zusammen. Sie waren wohlhabend und hatten eigentlich alles, was sie benötigen. Einfach ein Kind haben sie nie bekommen. Trotzdem sind sie Gott treu geblieben, haben Gott geehrt, sind zu einem Prophet, wenn er in die Gegend kam, immer wieder gut gewesen, haben ihm Haus und Wohnung gegeben, dass er wohnen konnte, Kost und Logis, er konnte einkehren, essen bei ihnen. Sie haben zu ihm geschaut, haben für ihn gesorgt und haben dient gerade dort, was er Gott gebraucht hat. Eines Tages hat der Prophet aus dem Nichts raus das Gefühl, der Elisa, wir können doch dem Ehepaar etwas zurückgeben für all das Gute, was sie mir über die Jahre hinweg immer wieder gegeben und da haben. Er schaut sie Diener an und sagt zu ihm, du, hast du irgendeine Idee, was wir dem Ehepaar geben können? Weil scheinbar haben sie ja alles, was sie brauchen. Der Diener hat aber gewusst von ihrer Kinderlosigkeit und sagt zu Elisa, etwas haben sie noch nicht. Das ist ein Kind, das sie sich schon so lange wünschen. Nicht der Elisa hat das Gefühl, der Prophet, der Mann von Gott, er könnte ja ihnen den Wunsch erfüllen. Und dann lesen wir, ruf sie noch einmal herein, befahl Elisa. Als die Frau zurückkam und in der Tür stehen blieb, sagte Elisa zu ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn im Arm halten. Ach nein, Herr, wehrte sie ab. Mann Gottes, lüge deine Dienerin nicht an. Doch die Frau wurde schwanger und im nächsten Jahr um die gleiche Zeit hatte sie einen Sohn, wie Elisa es ihr vorausgesagt hat.
Ich liebe die Geschichte, weil es so menschlich ist. Weil wir ja manchmal genau gleich reagieren. Wir spüren, wir hören oder bekommen von irgendjemandem mit, wie ein Traum über uns ausgesprochen wird. Du kannst das. Jemand sagt es zu uns. Oder wir spüren in unserem Herz, wie ein Gedanke zu uns sagt, du kannst das. Pack das an. Gott will ein Wunder tun. Und unsere erste Reaktion ist, ach nein, sicher nicht ich. Komm, tu mir nicht falsche Hoffnungen geben. Aber das Spannende ist, wir sehen in dieser Geschichte zwei Sachen. Das erste ist Treue. Wir sehen, wie die Frau treu geblieben ist, Gott und dem Diener gegenüber. Und das Zweite ist, wir sehen nämlich auch an dieser Geschichte, dass obwohl sie so mit dem «Ach nein» hat reagiert, tief in ihrem Herz gleich etwas geweckt ist worden. Ein Funken. Glaube ist wach geworden. Eine Verheißung, die sie tief in ihrem Herz schon lange umgedreht hat. Hoffnung, ein Wunsch, der wahr werden könnte, ist in dem Moment, auch wenn sie Nein hat gesagt, wach geworden. Das sagt uns, auch wenn wir manchmal vielleicht gerade Nein sagen, es nicht glauben können oder es uns vielleicht nicht einmal zutrauen, dass wenn Gott einen Funken weckt, neue Glauben lassen entstehen, eine Hoffnung wieder gibt, dann wird es Gott uns auch schenken. Er wird uns Türen auftun. Er wird uns neue Menschen ins Leben bringen. Und er wird uns helfen, dass das Ziel erreicht werden kann, das er mit uns erreichen will. Wir waren jetzt in Amerika, eure befreundeten Kirche, die uns nach ist, wo wir schon viel lernen konnten. Und wir haben per Zufall auch wieder erleben, wie Gott da ist und wie Gott redet. Ich gehe ja immer, wenn ich ins Kirche gehe, irgendwo sage ich, Gott, du kannst reden. Ich bin offen für dich. Zeig du mir, was du mir sagen willst. Und immer wieder staune ich, wie Gott mich überrascht mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. So auch dort in dieser Kirche, wo wir zu Besuch waren. Wir haben per Zufall eben gerade wirklich per Zufall Gelegenheit gehabt, am Homecoming, dort sie Homecoming ist so Anlass am Samstag Nami, wo sie einmal im Jahr haben, und wir waren per Zufall dann der gewesen, wo sie alle Leute einladen, die über einen Livestream ein Teil von dieser Kirche sind. Da haben wir gedacht, ja, wir sind ja aus der Schweiz, ich habe schon den Livestream geschaut, wir gehen jetzt so dort her. Dann sind wir dort her und dann war es ein ganz glatter Nachmittag gewesen. Sie haben dort erzählt von der Kirche, die Leiter haben erzählt. Es war wirklich ein berührender Moment gewesen. Aber dann hat es eine ganz berührende Situation gegeben. Das war der, der Pastor erzählt hat, dass sie eine Wonderwall draussen haben. So eine Wunderwand, wo wir unser Gebetsanliegen und unser Wunder aufschreiben können. Und ich dachte, das ist genial. Ich könnte meine Wunder auch gerade aufschreiben. Und dann sagt er so, aber er ermutigt uns, dass wir nicht einfach Wunder aufschreiben und so sagen, ja, irgendeinmal kann dir das wahr werden. Irgendeinmal kann dir Gott einen Durchbruch schenken. Irgendeinmal werden wir dann irgendwo das oder das erleben in unserem Leben. Er hat uns angeschaut und gesagt, wir sollen mit einer Erwartungshaltung vor die Wand stehen und erwarten, dass wenn wir die Wunder herschreiben, dass Gott Wunder wirklich kann tun kann und dass vielleicht schon gerade heute in einem Jahr ein Durchbruch kann passieren kann. Wir hatten eine Tour mit jemandem, den wir gelernt kennen. Er hat gerade unseren Kindern alles gezeigt. Ich war schon ein paar Mal da. Dann hat er während der Tour erzählt, weisst du, ich bin auch die Wunderwang. Ich habe mein Wunder aufgeschrieben und ich wünsche mir schon seit langem, dass ich mal ein Haus kaufen kann. Das Problem ist, ich kann nicht einfach so ein Haus kaufen, weil ich von Mexiko bin und Wurzeln habe von dort. Es ist also nicht so einfach in Amerika, einfach ein Haus zu kaufen. Aber ich habe das aufgeschrieben und innerhalb von 5 Monaten konnte ich mein Traumhaus kaufen und hat uns ein Foto gezeigt. Und ich dachte, wow, ist da vor dieser Wunderwang. Und dann habe ich gedacht, alles jetzt wollte ich mit Glauben draufschreiben, was Gott kann tun. Ich habe meine 4 Wünsche, die ich schon seit einer Zeit in meinem Herz trage, aufgeschrieben und habe gesagt, Gott kann Wunder tun. Warum erzähle ich das? Nur der Punkt ist, Gott kann uns immer wieder überraschen. Aber oftmals haben wir so unsere Vorstellung und denken, ja, vielleicht irgendeinmal werde ich einen Durchbruch erleben. Vielleicht irgendeinmal wird etwas passieren in meinem Leben. Aber wenn wir von Anfang an leben, wie Gott uns Menschen ins Leben führt, die uns ermutigen, zu glauben. Wenn wir in einer Predigt sind und hören, Gott will mehr, Gott kann mehr tun, und wir spüren in unserem Herz, jetzt ist ein Funke geweckt worden, dann dürfen wir und sollen anfangen daran glauben. Es ist nicht nur ein Wunder, das irgendwann kommen soll, sondern wir können sagen, ja, mit Gott zusammen kann ich erleben, wie das oder dieses oder jenes wieder wahr werden kann. Der Jesaja hat ausgesprochen, was durch seinen Sohn 700 Jahre später alles bewegt wird werden. Jesus hat es bestätigt, weil er gewusst hat, er wird sein,
Er wird das bringen, was hier beschrieben steht. Und Gott wird auch immer wieder zu unserem Herz reden. Sehnsucht wecken, Sachen wach werden. Und wenn wir spüren, wie etwas wach wird, ob vielleicht Menschen in unserem Umfeld zu uns sagen, du kannst das. Oder wir die Stimme von Gott hören, die zu uns sagt, du kannst das. Wag's. Auch wenn wir vielleicht zuerst lachen darüber, möchte ich uns ermutigen, pack's an. Habe dem fest, wo Gott weckt in deinem Herz. Bleib dran, lass das Wunder nicht los. Bleib treu, wo du wirst erleben, wie Gott zum Ziel in deinem Leben wird kommen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, die Gefangenen zu verkünden, dass sie frei gelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist.